Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und das heißt Residue Final Cut. Heute mal etwas stiller gleich am Anfang, denn wir haben keine Töne hier zu Beginn, außer einem gewissen Klacken, wenn wir hier vorübergehen. Und ich muss sagen, ich finde dieses Startmenü schon ziemlich cool. Also, wir gehen quasi durch die Räume eines Schiffes, eines alten, um hier zu den einzelnen Punkten des Menüs zu kommen. Und da können wir auch gleich mal hier uns das Ganze anschauen. Also wenn wir hier zum Beispiel reingehen bei den Settings, dann können wir hier die Spracheinstellungen vornehmen. Und natürlich machen wir das Ganze auf Deutsch. Allerdings, ich weiß ja gar nicht, was das hier eigentlich ist, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist, also ich kenne diese Fahne eigentlich nur, diese Regenbogenfahne, nur als Zeichen der Schwulen-Szene. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn wir das machen. Das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert bisher. So, das hier hinten wollen wir natürlich nicht machen. Sondern wir wollen direkt mal losstarten. Ich wollte euch das bloß mal zeigen. Das ist eigentlich ganz niedlich gemacht. Bei den Extras gibt es jetzt, glaube ich, noch nichts. Ich glaube, da gibt es dann irgendeine kleine Galerie oder sowas. Von daher würde ich sagen, wir stürzen uns direkt rein. Dieses Spiel ist ein Indie-Spiel, das von einem Entwicklerstudio namens The Working Parts gemacht wurde. Ich glaube, das sind Usbeken. Also wir spielen hier bei Residue in Usbekistan. Genauer gesagt am ausgetrockneten Aralsee, beziehungsweise an einer Stelle, die mal Aralsee war und mittlerweile halt nur noch ausgetrocknet ist. Dort wird ja auch ein großes ökologisches Verbrechen begangen mit der ganzen Baumwollanpflanzung und der Wasserableitung aus den Flüssen, die eigentlich den Aralsee speisen sollten. Deswegen ist der ja im Sterben begriffen. Ich glaube, das gehört zum Geografieunterricht jedes Schülers, würde ich zumindest denken, oder? Also ich hatte es zumindest in der Schule mitgehabt. Genau, und dieses Spiel dreht sich, soweit ich weiß, mehr um eine einzelne Familie und deren private Probleme. Allerdings geht das Ganze von einem Punkt aus, an dem zwei Personen, glaube ich, eine Ausgrabung starten, um irgendwas zu verändern, um dieses Sterben des Aralsees aufzuhalten, wenn ich mich nicht ganz irre. Und der Hauptteil des Spiels ist dann aber erst 10 Jahre später angesiedelt, weil das Ganze nämlich nach hinten losgeht. Und die kommen dann dorthin, um quasi die Spuren der Vergangenheit zu betrachten. Und soweit ich weiß, spielt der Großteil des Spiels auf einem alten Schiff. Also wir sehen auch hier schon, ich kann es jetzt gar nicht zeigen mit dem Cursor, weil ich keinen Cursor habe. Wir sehen es auch hier schon auf dem Bild. Ich glaube, das ist das Schiff, auf dem wir gleich sein werden. Und ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr lange drum rum, denn so viel weiß ich auch noch nicht über das Spiel. Ich lasse mich da stark überraschen. Also The Working Parts hatte auch geschrieben, die haben da auch viel von sich selbst reingesteckt, von ihrer eigenen Geschichte. Ich bin mal sehr gespannt. Los geht's. After us the flood. This is Ostrowska. So, wir sind Ostrowska und die Steuerung ist ziemlich minimalistisch, muss ich sagen. Also wir haben die Richtungstasten, um uns zu bewegen, und dann haben wir noch die Space-Taste, um die Spezialfähigkeit der jeweiligen Personen auszuführen, die wir gerade spielen. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Bei Ostrowska hier am Anfang ist es gar keine. Und wir sehen, ich weiß nicht, was es ist, es sieht wie eine Bombe aus. Wir sollen damit nach unten und hängen da dran. Ist eine gute Idee schon mal. Für das Herablassen einer Bombe, sich damit dran zu hängen. Warum nicht? Kann man machen. Be very careful with the wind now. Hold her steady. Slow and easy. This took me years. What are means to us? Wir können ihn auch boykottieren, indem wir hier landen, aber das wollen wir natürlich nicht. I can hear it flowing all around me, waiting to strike. I'm sad to say this, but we are going to miss the look on their faces. Is the baby steady? Ah, good. I can see you now. Listen. Ich komme, ich komme. Gönnt sich noch mal ein Schlückchen, der Kollege? Okay, dann ich nehme mal an, hier drüben die Sprengladung. Ja. Oh shit.
Ich hab keinen Enterhaken. Mach dich mal bitte los. Ich kann nicht. Lässt du mich hier zurück? Ernsthaft? Ich will gar nichts eigentlich. Ich will nicht hier unten bleiben. Aber sie wollte es wohl. Und hier lernen wir die Hauptcharaktere kennen, die wir hier im Spiel steuern können. Und wir können sie auch hier schon im Intro steuern. Und im Hintergrund haben wir gerade schon gesehen, die Einöde des ehemaligen Aralsees. Jetzt nicht mehr als eine Wüste. Überreste einer Vergangenheit, die uns so fern ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was hier genau passiert ist. Oder Stroska? You knock on my door too early. There is something I have to show you. Sie bleibt zurück. Residue. Der Rückstand. The answering machine of Yelena Ostrovska. I am currently in Moinak, Karakal, Pakistan, with my son, to visit his grandparents. This marks my first vacation this decade. So please understand that I will not answer work-related messages. If the world is in peril this week, someone else is going to have to save it. Goodbye. This is Emilio, reporting from... Well, we're not in Moinak anymore either. My grandfather is still worried about you, and I... Look, I know why you didn't bring me on this mission. I respect that. But I won't be in your way this time, I promise. You haven't seen me do this since last summer. I am a better son now. So, I followed you into the Aral Sea. Part 1. Ostrovska. Jumagul Urtikov, meine Sohntochter ist in der Weißen Wüste verschwunden und hat den kleinen Emilio bei mir gelassen. Vielleicht können wir sie hier finden. Vielleicht. Ein wichtiger Platz. We are all the residue of our past. All men must know where they come from. And for you, Emilio, this is the... That's not why we're here either. Help me up here. I need an overview. Oder hat sie ihn abgehackt? Das war aber schade. Ich muss mal schauen, also es kommt mir so vor, als ob es immer mal so ein kleines bisschen hacken würde. Weiß nicht, woran es liegt. Also die Frames sind relativ stabil im oberen Bereich. Wird wahrscheinlich sich nicht vermeiden lassen in dem Spiel, dass es ab und zu mal hackt. Ist dann aber wahrscheinlich spielbedingt. Helfen wir ihm mal hoch. So, is it worth saving? Because if it is, that's why she came here. Ostrovska only comes to important places. It is a very important place for her also. No, no, no. I mean, how many people? How many people would we save? Geht es nur um die Menschen? Nicht vielleicht auch um die Natur, die wir retten könnten? Hey! Ach so, du willst runter. Sag das doch. Oder wieder hoch. People die east, west, north and south of the sea. But your mother has already sacrificed enough for this. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Die alten Wracks, stumme Zeugen einer nicht allzu glorreichen Vergangenheit. Oh, viel Text. Ein Auszug von Wikipedia, datiert vom 19. Dezember 2012.
der Aralsee, kasachisch Aral Tenizi, usbekisch Orol Dingisi oder russisch Aralskoje More. Oh, ich höre jetzt mal auf, die ganzen Sprachen vorzulesen. War ein See, der zwischen Kasachstan, die Aktobe und Kyzylorda-Provinzen im Norden und Karakalpakstan, eine autonome Region von Usbekistan im Süden. Der Name bedeutet ungefähr der See der Inseln, weil der See früher mehr als 1534 Inseln enthielt. Was einst der viertgrößte Binnensee der Welt mit einer Fläche von 68.000 Quadratkilometern war, ich finde auch schön, wie sie Quadratkilometer geschrieben haben, ist seit den 1960ern bedeutend reduziert worden, seit die Flüsse, die ihn füllten, durch ein sowjetisches Projekt umgeleitet wurden. Im Jahre 2007 war er bis auf 40% der ursprünglichen Größe reduziert und der See hatte sich in 4 Seen geteilt. 2009 waren 2 dieser 4 kleineren Seen fast verschwunden. 2008 war die maximale Tiefe des Aralsees 42 Meter. Die einst wohlhabende Fischereiindustrie der Region ist im Prinzip vernichtet worden, was zu Arbeitslosigkeit und ökonomischen Problemen geführt hat. Ist ja auch logisch, wenn sich die Küstenlinie ständig verschiebt, kann man keine vernünftige Fischerei machen. Die ehemaligen Küsten liegen jetzt kilometerweit weg von den neuen Küstenlinien. Die Aralsee-Region ist auch sehr verschmutzt, was zu drastisch verschlechterter Volksgesundheit geführt hat. Der verkleinerte See hat scheinbar auch zu Klimaveränderungen in der Region geführt, da die Sommer heißer und trockener sind und die Winter kälter und länger. Logisch, hat was mit der Energiespeicherkapazität zu tun. Die Feuchtigkeit, die speichert sowohl die Kälte als auch die Wärme, wenn man so will. Und wenn die verschwindet, dann werden beide Richtungen, sowohl die Hitze als auch die Kälte, extremer. So, also, falls noch mehr von diesen Artikeln kommen, weiß ich nicht, ob ich alle vorlesen werde, aber zumindest solche wichtigen wie über den Aralsee, da das nun mal das Hauptthema dieses Spiels ist, werde ich natürlich mit vorlesen. Those people could be saved. Somehow. Sacrifices are necessary in her line of business. Oh, redest ganz schön erwachsen für so einen kleinen Buben, ne? Weißt du überhaupt, wovon du redest? Oh, ihn hat's auch erwischt. Er ist auch unter Wasser, wie es scheint. Nur an die Oberfläche. Do you have earthquakes here? The earth can stir oceans and turn mountains to tiny pieces, but you cannot move that which is already dead. Yeah, I think I'll get down. Jump as far as you can, and I will catch you. Na komm runter. Ach so, ich soll vorgehen. Okay. I'm gonna trust you on this one. Oh, I'm okay. Didn't hurt. Moving on. Hätte ich ihn denn überhaupt fangen können? Ich weiß es nicht. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich glaube, das Erdbeben gerade war wohl die Explosion. Wobei ich gedacht hätte, dass die schon 10 Jahre zuvor geschehen wäre. Aber gut. Wait, wait. I will walk around. Then I will find a way that I can take to go to the place where you are. I will catch him. Okay, kommen wir hier durch? Ja, etwas unsanft. You know, you could have just dropped to begin with. I could have fallen into one of the pink pits. Was, rosa Löcher? Do you know what they hid on Washer's Denya? They thought it was the safest place in the Union. So they had to make it the most dangerous. Und das nächste Schiffswrack. Eine neue Nachricht zum Lesen und ich sehe schon die Taschenlampe. Ich glaube, er wird sie ja mitnehmen. Denn im Intro hat er sie ja schon in der Hand gehabt. Oh ne, das kann ich gar nicht lesen hier. This is new. This was not here when they left. This is it then. This is her base of operations. Oh, it must be something important too. Also wir können die Taschenlampe jetzt mit hoch und runter auch steuern. Vielleicht können wir ja jetzt lesen, was hier liegt. Oh ja. Ein geheimer CIA-Bericht, datiert 1965. Vosrosdenija, vermute ich mal. Oh Gott, das Aussprechen, das wird ja lustig. Ist für BW-Experimente wohl geeignet. Es ist ziemlich weit von der Aralsee-Küste entfernt und auch diese ist ein unbevölkerter und verlassener Teil der Sowjetunion. Wundert euch jetzt nicht über die Schrift, wenn da mal solche Fehler sind wie bei unbevölkert oder auch die Sowjetunion. Ich nehme mal an, dass das keine Muttersprachler ins Deutsche übersetzt haben werden. Dafür muss ich sagen, ist es bislang relativ gut gelungen.
Ökologische Probleme, die auf dem Festland das Tierreich plagen könnten, sind kaum vorhanden. Nur Vögelschwärme, die die Insel verlassen, könnten die experimentellen Krankheiten weitergeben. Die Sicherheit vor Beobachtung und der bewussten oder unbewussten Eindringung von unautorisierten Personen ist maximal. Das Klima ist dafür angepasst, um der Beeinflussung von verschiedenen Umweltbedingungen zu testen. Um die Beeinflussung wahrscheinlich. Proben könnten über Wasser gemacht werden, wie die Briten es in Bermuda gemacht haben. Die Insel hat wenige Begrenzungen, mit denen es das Festland der US zu schaffen hat. Aha. All dieser Umweltforschung zu Trotze wurde wenig spezifisch über die Vostrostenia-Insel gefunden. Eine Forscherexpedition war im frühen 20. Jahrhundert dort. 1926 befand sich hier ein Gefangenenlager. Zwischen den 20ern und den 30ern befand sich hier angeblich ein kleines Fischerdorf, welches im Winter unbewohnt war. Aber die Knappheit an Informationen über diese Insel sollte nichts Böses heißen müssen, denn wenig ist von allen Inseln des Aralsees bekannt, auch von der größten, Basar Kelmis. Seit 1959 haben keine der Versuche, aus verschiedenen Quellen Informationen von dem Vorgehen auf der Insel zu besorgen, Erfolg gegeben. Was? Ich habe den Satz gar nicht verstanden. Ist egal jetzt. In den letzten Jahren hat die Sowjetunion vieles Material über den Aralsee und dessen ökonomische Probleme und da vor allem in der Fischindustrie publiziert. Okay, jetzt wird es doch langsam ein bisschen kriminell mit der Übersetzung. In diesem Zusammenhang wurden mal einige der kleineren Inseln genannt. Die größte Insel, Basar Kelmis, wurde in sowjetischen und britischen Nachrichten wegen besonderen Wildtiergehegen aufmerksam. Schön. Auf sie wurde aufmerksam gemacht. Aber die Insel Vostrostenia wird weiterhin rätselhaft verschwiegen. Okay, mit der Übersetzung müssen wir mal schauen, ob wir alles verstehen, so wie sie es meinen. That were weapons that were forbidden. Chemical. Bioweapons. But Moscow feared that they would be found by the other countries, so they buried it on the island in the sea in the desert. Here. Relax. Ostrovska fixed that. She called in the Marines to clean this place up before I even learned to say grandma. And do you know why she did that? Yes, because it was important. Also ich nehme mal an, das wird jetzt das gewesen sein, wozu wir gerade die Akte gefunden haben. Weiß ich natürlich nicht, inwiefern das jetzt der Realität entspricht. Your mother did not dig this shaft in the days since she went missing. This took years. So it must be important, right? This is trouble. Und ich glaube, wir haben die Ausgrabungsstelle erreicht. Nikolai kämpft immer noch ums Überleben. Aber der Lichtschein ist schon zu sehen. Es war bloß eine Lampe. Trotzdem, er erreicht die Oberfläche. Ostrovska nicht. Emilio Ostrovsky. Ist ja süß, Ostrovsky. Naja klar, das ist ja bei den russischsprachigen, ne? Die haben ja dann noch immer, die Frauen kriegen immer das A hinten dran. Beziehungsweise ich glaube sogar Ova eigentlich, wenn es jetzt richtig bei den Russen ist. Denn ich nehme mal an, sie werden Usbeken sein, oder? Wer ist der Mann mit den Enterhaken und was macht er hier? Dies ist meine Chance, Ostrovska zu finden. Whoa! Nikolais Schatten. We wait for him to leave. And then? We go back to Moynak. Oh, come on, is he dangerous? He's a bad sign. Okay, wir spielen jetzt den Jungen und können jetzt auch endlich springen, das heißt... Oh, hey. Ich wollte doch gerade drüber springen, Mensch. Und Nikolais Schatten hinterherjagen. Hey! Hey! Stay behind me! Hey! Emilio! Hey! 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 Sorry, ich höre schon auf. Aber ich glaube... What are you? No! Come down from there! Oh ja, wir können den Opa ärgern, indem wir einfach mal hier lang springen. No! Oh, why did you do that? Weil ich's kann. Und du nicht. Come back here! This moment, now! This guy knows something. Gut, dann machen wir ihn mal hinterher, würde ich vorschlagen. Jetzt wird's also ein bisschen Jump'n'Run-artiger. Mister? Und er versucht uns zu entkommen. Dann müssen wir wohl mal schauen, ob wir gut genug klettern können. Wie komme ich denn nach oben, ist die Frage. Komme ich überhaupt nach oben? Kannst du dich hochziehen? Das wäre cool. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Nee, nicht so richtig, ne? Okay.
Ach, okay, das Seil. Gut zu wissen, dass das auch geht. Das ist schon ein kleiner Affenjunge, ne? Also, was der alles kann. Are you with Ostrovska? Die Frage ist, kann ich darüber springen? Oh, oh, okay. Hey, wake up! Das ist ja gefährlich. Not now. I cannot. You should not be here. I have my reasons. They are not good enough. Kann ich hier runter? Ja. Er legt sich zwar voll aufs Maul, aber was soll's. Okay, gehen wir mal hier lang. Huch. Was? Jetzt bin ich ja gleich ganz durchgerasselt. Bis runter. Weiß nicht, ob das so geplant war. Auf jeden Fall sind wir im Inneren des Schiffs gelandet. You can't run from me sooner or later. Hey! Aha. Listen to me, I can help you. Help me? No. No, why do you... go home to your mother. I do not want you. Und wieder kommt er uns davon. Mensch, leg dich doch nicht immer hin, Emilio. So, aber zum Glück gibt es ja immer an der richtigen Stelle eine Leiter. Oh, nicht so gut. Ich bin ja mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Also jetzt am Anfang, das klang ja schon fast so ein bisschen verschwörungsmäßig. Weiß nicht, ob das Spiel diese Richtung einschlagen will oder ob es dann vielleicht doch später mal in eine andere Richtung noch geht. Wir werden sehen. Komme ich hier hoch? Ach, warte mal, ich muss doch bestimmt... Ja. Okay, wir müssen... Können wir hier... Nein, können wir nicht. Nehmen wir doch einfach die Kette. So, erstmal ein bisschen eingewöhnen, damit man weiß, was man alles benutzen kann, um voranzukommen. Ich hätte gerne die Möwe besucht auf der anderen Seite. Aber er ist zwar relativ kräftig, aber er ist dann doch nicht in der Lage, sich hochzuziehen, ne? I think you're bringing the sea back. Goodbye. Wait! Take me to her! Hilf mir! Ich komme noch nicht hoch! Oh Mann. Okay, jetzt also hier lang. Er kann nicht ewig weglaufen. Irgendwann werden wir ihn schon kriegen. Oh. Hey, Junge. Mr. Russian? A little help here? No. No. I... Goodbye. Ernsthaft, du lässt mich hier hängen? Komm schon. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht cool. Coward! Oh, was? Wirklich? Radioaktive Fässer? Here! Ah, here he is. Und wie kommt er hierher? Oh, das wollte ich nicht.